Neben mir sitzt Gunter Dück. Wir haben vorletztes Jahr von ihm die Keynote gehört zum Thema, dass das Internet so ein bisschen zum gesellschaftlichen Betriebssystem geworden ist. Sie halten in diesem Jahr wieder die Keynote auf der Republika. Braucht dieses Betriebssystem noch ein paar Updates? Wo stehen wir gerade? Ja, im Grunde, ja, die Basis, die Infrastruktur ist noch nicht mal gelegt, also die physische. Zum IT-Gipfel habe ich so einen bösen Kommentar gesehen, wo Frau Merkel gesagt hat, das Internet müsse ausgebaut werden. Und da hieß es dann im Internet, hoffentlich wird sie wiedergewählt, dann kann sie noch mal viermal auf dem IT-Gipfel auftreten, noch mal sagen, dass das Internet bald ausgebaut wird. Das heißt, da muss man halt ein bisschen was, das ist mehr die physikalische Sache. Mich hat eigentlich interessiert, die Kulturveränderung durch diese ganze Geschichte. Mit Betriebssystem meine ich, dass alles Gewöhnliche, was man von einem Computer will, im Betriebssystem eingebaut ist. Und nur für das Besondere brauche ich noch eine Software, ja, also SAP ja, oder so. Und das passiert jetzt mit den Menschen eigentlich auch, dass das meiste, was ich eigentlich so will, so wie einkaufen oder eine Versicherung abschließen oder eine Überweisung machen, das kann ich einfach in dieser Struktur, im Netz. Und es gibt immer weniger Anlass, jetzt zu so einem Bankberater zu gehen oder zum Arzt oder so. Vieles kann ich einfach nachgucken, was ich an Krankheiten gerade habe oder mir selber eine Tablette einwerfen und so weiter. Und dieser Teil, der im Netz irgendwie abzufackeln ist, der nimmt immer mehr zu. Und der führt dazu, dass Leute, die nicht die nötige Bildung haben, im Grunde mehr und mehr abgeklemmt werden. Und nur die haben sowas wie einen vernünftigen Beruf mit guter Bezahlung, die von diesem Netz noch nicht erreicht werden. Also das Betriebssystem kann immer mehr und mehr und mehr, und die Anwendungen müssen zusehen, dass sie auch mehr bringen, damit sie noch da, dass sie nicht ins Betriebssystem verschwinden. Das sehen Sie da so eine Spaltung zwischen Online- und Nonliner? Ich hatte vor 2 Jahren mehr beschrieben, dass es eine Spaltung gibt zwischen den Leuten, die bildungsmäßig vom Computer quasi geschluckt werden, und solche, die da drüber bleiben. Und man muss im Grunde dieses Phänomen verstehen. Da habe ich vor 2 Jahren ein bisschen so Kritik bekommen. Also er spinnt wohl, dass die alle versinken. Und ich denke, so in den letzten 2 Jahren hat das, glaube ich, jetzt jeder gesehen. Also ich glaube, ich kann kaum noch eine echte Zeitung aufschlagen von irgendeinem Tag, wo nicht drin steht, wir haben eine Spaltung. Und die Leute sagen, wir haben eine Spaltung in Arm und Reich und in solche und solche und in digital und non-digital. Das ist gar nicht der Punkt, sondern für mich ist die Spaltung da drin, dass das Internet oder die Infrastruktur Berufe einfach aufschluckt. Ja? Also so wie der Trecker das Pflügen von Hand oder Umgraben nicht mehr nötig macht. Und wenn ich jetzt umgrabe und ein Trecker kommt, bin ich weg vom Fenster. Und das betrifft jetzt zunehmend einen großen Teil vieler Berufe. Also ich habe damals Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter genannt, Lehrer und so weiter. Das verschwindet. Ein Teil der Lehre und der Diagnose und so findet eben jetzt irgendwie im Internet statt. Und deswegen haben wir jetzt sowas wie ein Prekariat von Leuten, die irgendwas tun, für das man keine Bildung braucht. Dann kämpft man um Mindestlohn. Das ist ja jetzt gerade Thema auch im Bundestag. Und auf der anderen Seite gibt es immer weniger Leute, die jetzt echt viel mehr können als diese Infrastruktur. Und dann spricht man vom Fachkräftemangel. Also weil es geht nicht nur darum, dass die in prekären Verhältnissen eine höhere Bildung haben, sondern wir haben auch keine Fachkräfte dann mehr. Also die jetzt weit drüber sind. Und da passiert irgendwas ganz Bedrohliches, und ich habe einfach Schwierigkeiten, das rüberzubringen. Also ich glaube nicht, dass das Bewusstsein schon da ist, dass wir ein herbes Problem haben. Und die Länder, die sich um Bildung also exemplarisch kümmern, so weiß ich nicht, man sagt immer Skandinavien oder Singapur, Korea, die machen das Rennen. Und das müsste irgendwie besser verstanden werden. Man hat heute so das Gefühl, also früher, als ich klein war, da hieß es immer, Deutschland hat das allerbeste Bildungssystem, und heute sagen sie ja, wir liegen ja noch nicht exzessiv weit weg vom Besten, oder wir sind ja noch am Durchschnitt, und man merkt, dass wir irgendwie nicht mehr so richtig stolz darauf sind, und das gibt, glaube ich, die Minuspunkte, die wir uns gerade einfangen. Sie sprechen davon, dass das
mittlerweile sehr viel mehr Berufsgruppen betrifft. Also früher hat man gesagt Reisebüros, Online-Shops. Jetzt haben Sie auf einmal Rechtsanwälte und Ärzte auch angesprochen. Gerade bei den Ärzten haben wir so einen Trend, dieses Thema Leverage Yourself, Self-Diagnose, bei Wikipedia nachschauen, was fehlt mir eigentlich. Aber immer mehr ja auch Messgeräte, Sensoren am Körper, im Körper drin, die künftig auch über das Netz funktionieren. Wie sehr betrifft das diesen Netzausbau, diese Verfügbarkeit für jeden, das Internet als Grundrecht, als Grundversorgung? Ja gut, ich meine, viele Technologien gehen heute nicht, also insbesondere die medizinischen, wenn das Internet nicht da ist. Mhm. Ja, also weil es im Grunde noch nicht als sozusagen Recht etabliert ist. Das ist übrigens gesagt worden, ich war auf dem IT-Gipfel, glaube ich, 2007 oder 2008. Da hat noch der Wirtschaftsminister damals, hat noch gesagt, Internet kommt auf jede Hallig und auf jede Berghütte. Und da sind wir immer noch nicht. Also wir müssten auch verstehen, dass Leute im Urlaub, im Skiurlaub oder so, die haben ja dann auch ein Navi oder müssen nach Hause oder haben nichts verloren. Oder ich habe eine Lawine oder so, dann wäre es jetzt einfach, dass ich einfach sage mit GPS, wo ich bin. Können Sie meinen Leiter vielleicht wiederfinden. Aber in so Gebieten denkt man noch nicht mal im Schatten daran. Aber wenn man medizinische Grundversorgung über das Internet machen will, dann muss natürlich das überall auch da sein und gesichert sein. Ja, da fehlt noch so ein bisschen Verständnis. Das hat jetzt gar nichts mit Bildung zu tun, sondern da verbauen wir uns unter Umständen den Zugang zu der Entwicklung neuer Industrien. Die kann man hier nicht ansiedeln, weil es hier nicht genug Abdeckung hat. Ja? Und es gibt andere Länder, wo Internet überall ist. Also mindestens in Singapur wird es so angestrebt, dass es überall auf allen Plätzen überall frei ist, ja, also überall ist Hotspot, dann wäre das einfacher zu implementieren. Und Länder, die uns in dieser Weise voraus sind, können dann diese neuen Industrien entwickeln und sind dann da vorn. Okay. Ja, vielen Dank erstmal fürs Gespräch. Keynote, Update von vor 2 Jahren, wird es ein Update sein? Ja, ich wollte es ein bisschen schärfen. Ist mehr weltanschaulich. Ich wollte einfach ein bisschen anklagen, dass wir zu sehr jetzt, also in dieser Übergangszeit zwischen der alten und neuen Welt, uns dauernd streiten, wie die neue Welt zu sein hat. Und wir tun das eigentlich mit dem Fingerzeigen aufeinander. Das ist gemein. Ja? Praktisch die Klassischen sagen, das sind da Spinner, diese ganzen Piraten. Sieht man ja im Bundesparteitag. Im Fernsehen. So wird geredet. Und jetzt gerade ist die Diskussion, dass die Telekom das Internet drosselt und die angeblich die Freiheit raubt, das ist genauso extrem. Und da crashen jetzt so immer nur die Standpunkte aufeinander. Und wir haben im Grunde im Fernsehen oder so bei den ganzen Interviews immer Gladiatorenkämpfe. Ja, also mit sehr extremen Standpunkten. Und die werden jetzt von den Interviewpartnern, haben sie jetzt nicht gemacht, aber werden so rausgekitzelt und gesagt, also sag mal was so richtig, was Toughes. Und im Grunde ist es dann sowas wie Volksfestbelustigung die ganze Zeit oder Boxkämpfe. Oder dann stimmt man hinterher ab, wer gewonnen hat. Und im Grunde geht es nicht darum, wer gewinnt oder wer flotte Sprüche sagt, sondern wir müssen uns echt verändern und über die Gesellschaft wirklich nachdenken. Und ich weiß gar nicht, wo man das jetzt machen soll. Also ich wollte einfach mal plädieren, wir fangen mal an. Also wenn ihr den Austausch wollt, könnt ihr natürlich gerne hier unter dem Video gleich mitdiskutieren in den Kommentaren. Vielen Dank. Fertig? Dieter, stopp. Oder muss man jetzt Wasser?